Hey ho Leute und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zur imperialen Kampagne von Warhammer Mark of Chaos. Ja, bevor wir weitermachen, würde ich einmal ganz kurz gerne die Helden nochmal leveln. Denn wir haben ja beim letzten Mal rausgefunden, es gab tatsächlich ein Skillsystem, das hatte ich einfach mal komplett verdrängt. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was haben wir denn hier so Schönes? Was bist du hier oben? Okay, das sind alles Duellfähigkeiten. Die brauchen wir beim Feuermagier tatsächlich eher weniger. Da würde ich dann vielleicht eher auf Führung gehen. Brennendes Symbol. 5% weniger Moralverlust. Was haben wir hier? Angriffsreichweite des Helden. Und angegliederten Regiments. Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht, wenn wir ihn mal mit Bogenschützen zusammen hinstellen. Was haben wir noch? Bewegungsrate. Ich glaube, ich werde ihn tatsächlich wirklich mit den Bogenschützen zusammen machen. Von daher ist Bewegungsrate, glaube ich, nicht so wichtig. Hier brauchen wir Stufe 15 für. Ich glaube, wir gehen einfach volle Kanne auf den Feuerball bei ihm. Und ansonsten, ja, Reaktivierungszeit ist noch gar nicht so schlecht. Und Rüstung des Helden, komm. Dann sind wir bei dem soweit durch. Und dann gucke ich nochmal bei dem Jadezauberer rein. Da haben wir doch bestimmt auch noch ein bisschen was. Genauigkeit von Fernkampfangriffen. Duell brauchen wir bei ihm eigentlich auch eher weniger. Das soll eigentlich alles hauptsächlich Stefan machen. Heißt, die Rüstung würde ich mal ein bisschen hoch machen. Bote des Sturms, das war sein Blitzangriff, ne? Da würde ich volle Kanne reinballern. Sturmherrscher. Wirkt auf ein zusätzliches Ziel. Sehr gut. Da buffen wir den Zauber noch ein bisschen. Was haben wir hier? Stoppt den Feind 10 Sekunden lang. Man kann auch nicht schaden. Gehen wir auch ein bisschen drauf. Hier gibt es noch Schaden obendrauf. Also sehr geringe Chance, aber Schaden ist immer gut. Und den Rest pumpe ich noch in seine Rüstung. Okay, dann haben wir das soweit erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum nächsten Ereignis. Wir haben ja noch Großes vor hier auf der Kampagnenkarte. Ich weiß doch gar nicht, wie viele Kapitel es nochmal gab. Ich glaube, es waren 3, wenn ich mich recht erinnere. Hauptmann, Salzenmund ist zerstört. Aurelion hatte recht. Wenn sie ganze Städte verwüsten können, müssen die Nordmänner wieder erstarken. Suchen wir Überlebende, Hauptmann? Wir müssen den Elfen an der Küste schnell zu Hilfe eilen. Sie könnten abgeschnitten sein. Seid auf der Hut. Die Übeltäter könnten noch in der Nähe sein. Die Nordmänner werden für das Gemetzel büßen. Bittet Sigma um Stärke. Es sind vielleicht nicht nur Menschen. In der Luft liegt eine böse Aura, die ich schon einmal spürte, als Dämonen in der Schlacht von Kislev erschienen. Vergesst eure Hoffnungen! Wir sind verdammt! Kämpft nicht gegen dieses finstere Schicksal! Nein! Kommt zu uns und lindert eure Qualen mit Blut und Schweiß! Führt uns in die letzte Schlacht! Okay. War's das mit dem Dialog? Okay. Da war gerade so eine richtig unangenehme Pause zwischen. Okay. Wir kommen an eine Kreuzung. Die Straße führt nordwärts nach Stillstand. Die Speer entdeckten Spuren im Norden, die denen in den Ruinen Salzmund ähneln. Heißt, wir haben nochmal die Möglichkeit, hier oben hinzugehen. Herr der Schädel, ein Duell, das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten geht's hier oben lang, da treffen wir uns mit den Elfen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach oben. Da kann Stefan nochmal schön EP sammeln. Die Ostmark-Armee folgt der Spur, die von Salzmünd wegführt. Salzenmünd. Junge, das sind alles ein paar Namen in diesem Warhammer-Universum, also wirklich. Die von Salzenmünd wegführt und will Rache für die Zerstörung der imperialen Stadt. Wir gehen natürlich mit Stefan rein. Items haben wir soweit. Ich würde sagen, Abfahrt. Gucken, wer uns hier erwartet. Sieht nach einem Chaos-Champion aus. Hatten wir das da unten eigentlich schon mal gelesen? Nee, ne?
Chaos-Armeen bestehen aus vielen Banden, die jeweils einem Chaos-Champion folgen. Nur wenn ein überlegener Champion auftaucht, um sie zu vereinen, legen die Banden ihre Streitigkeiten bei, um sich größere Feinde zu suchen. Ach richtig, ich muss ja mit der Tastatur drücken. Maus funktioniert ja gar nicht. Der Feind wurde mit Ich werde dein süßes Blut trinken. Und zwar aus deinem Schädel. Die Armee des Imperators wird Wir angegriffen. Seid ihr da lieber nicht zu Blut sicher, mein Freund? Komm, mach mal wieder deine Ult. Die hat immer gut reingehauen. Gott, erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her, von daher muss ich erstmal wieder reinkommen. Ja, die macht richtig gut Damage. Also im Duell haut Stefan richtig rein mittlerweile. Machen wir nochmal Hand des Sigma. Parieren aktivieren wir auch mal. Und dann sollte das Ding hier recht schnell durch sein. Ich könnte jetzt nochmal seine Ult benutzen, aber das ist gar nicht notwendig. Drakenwaldhelm. Und Stiefel des Springens. Da hauen sie ab, die Chaoskrieger. Alles klar. Mal gucken, ob Stefan noch ein Level gekriegt hat. Aber ich glaube nicht, ne? Das hätte mir, glaube ich, anzeigen müssen. Allerdings habe ich auch nicht mitgekriegt, dass man leveln kann. Also mich würde hier nichts mehr überraschen. Beziehungsweise skillen. Dass man leveln kann, wusste ich schon. Als der erftretende Champion des Korn besiegt war, floh seine Armee in Panik. Stefans Krieger durchsuchten ihr Lager und fanden 2500 Gold. Sehr gut. Das könnten wir vielleicht nochmal in Truppen stecken. Oh, wer seid ihr? Ach, die haben wir neu dazu bekommen. Von denen habe ich die Beschreibung noch gar nicht gelesen. Oh Gott, ist das wieder ein langer Text. Es ist nicht unüblich, dass sich Scharen dieser mittellosen Eiferer unter der Führung irgendeines Verrückten zusammenrotten, der wirres Zeug redet und die Apokalypse predigt. Diese Banden ziehen durch die Städte und Dörfer der alten Welt und verbreiten ihre albtraumhafte Vision des drohenden Untergangs. Denn wenn sie davon hören, dass eine Schlacht bevorsteht, sammeln die Flagellanten sich und in Erwartung des letzten apokalyptischen Konflikts. Wenn die Armeen dann aufeinanderprallen, werfen die Flagellanten sich ins Getümmel in einer schicksalhaften Geste der Aufopferung. Alles klar. Die haben so eine Flegel, ne? Die muss ich mir erstmal im Gefecht angucken. Ansonsten haben wir eigentlich alles verbessert, ne? Dann sparen wir uns das. Was ich aber mal machen werde, ist bei Stefan nochmal reingucken. Wir hatten ja einen neuen Helm. Plus 1 Rüstung, 15% auf alle Zauber. Den kannst du auf jeden Fall mal kriegen. Und Stiefel des Springens, plus 1 Rüstung, 25% Ausdauer, 5 Bewegungsrate. Die kriegst du auf jeden Fall auch. Dann können wir bei... Nee, warte. Den Helm kannst du mal dem Zauberer geben. Okay, hat er direkt ausgerüstet. Sehr schön, sehr schön. Hier wäre noch eine Rüstung. Die könnte ich ihm eventuell noch geben. Was kostet die? 750 Gold? Aber ich glaube, ich spare die tatsächlich einfach mal. Wenn hier irgendwann mal ein richtig geiles Item ist, dann würde ich mir das gerne leisten können. Aber was wir uns mal holen können, ist noch ein paar Heilungstränke. So, für dich auch noch einen. Du kriegst noch einen kleinen. Dann haben wir unser Gold, glaube ich, gut investiert. Okay, dann ab zum nächsten Ereignis. Spur der Verwüstung. Als die Armee sich der Nordlandküste nähert, häufen sich die Zeichen eines großen Nordmänner-Einfalls. Flüchtlinge füllen die Straßen, Rauch steigt von brennenden Bauernhöfen und Dörfern auf. Das Ziel der Chaos-Horde ist nicht schwer zu erraten. Sie ziehen in Richtung der Festung Stierstand. Okay, mehr passiert hier gar nicht.
dann treffen wir uns jetzt mit den Elfen. Hallo? Okay, wir müssen erst hier vorne hin. Nächstes Ereignis, die Blutarmee. Während Aurelion und ihre Verbündeten Stillstand gegen die Truppen des Blutgotts verteidigen, rückt von Kessels Heer vor, um die Belagerung zu brechen und die Chaosarmee zu vernichten. Alles klar, da gehen wir rein. Ach, jetzt sind wir sogar mit den Elfen sogar schon zusammen. Okay, cool. Dann würde ich auf jeden Fall die Elfenbogenschützen mitnehmen. Die sind nämlich der absolute Hammer. Dann die Hellebardenkrieger von uns. Die Schwertkämpfer auf jeden Fall auch. Bisschen Kavallerie. Und dann vielleicht nochmal die Elfenspeerträger. Hallo. Och Junge, ich mach's jetzt einfach so. Es geht auch nicht. Und dann nehmen wir noch den Jadezauberer. So, Artillerie, da würde ich unsere Großkanone nehmen. Und das, wie heißt das Ding? Repetiersperrschleuder von den Elfen. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, schon in die... Das müsste jetzt die letzte Schlacht von dem Kapitel sein. Die aus Eisen, Fleisch und Dämonen geschmiedeten Todbringer der Chaoszwerge sind verheerende, zermürbende Kriegsgeräte. Na, das klingt ja vielversprechend. Okay, erstmal einen Überblick verschaffen. Was haben wir denn hier? Ah, wir sind aufgesplittet. Die Elfen sind noch hier und wir kommen von hier unten. Alles klar, dann würde ich sagen, stellen wir erstmal die auf. Unsere Entschlossenheit ist unerschütterlich. War das Game eigentlich schon immer so laut? Der Phönixkönig befiehlt, wir gehorchen. Warum kann ich euch nicht... Behalte das Tempo bei, tapfere Miliz. Ich kann die nicht aufstellen. Die Welt darf nicht dem Chaos in die Hände fallen. Die Straße ist kurvenreich, doch führt sie stets hinan. Okay, die Elfen darf ich anscheinend nicht kommandieren hier in der Aufstellungsphase. Das ist ein bisschen schade, aber na gut. Wie lautet euer Befehl, General? Wir sind bereit zu kämpfen. Wir kämpfen für den Fürsten. Schultert eure Waffen und marschiert los. War das immer schon so hakelig? Denkt an das, was ihr gelernt habt. Wir machen uns auf den Weg, mein Lord. Ihr habt den General gehört. Ich will doch einfach nur, dass ihr eine Linienformation macht. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir machen uns auf den Weg, mein Lord. Ey, das Game ist echt laut. War das schon immer so? Schärft eure Klingen, Männer. Der General gibt Befehle. Oder sind meine Kopfhörer... meine Kopfhörer sind zu laut eingestellt. Das erklärt natürlich so einiges. Okay. Eure Truppen warten auf Befehle. Wie lautet euer Befehl? Trotzdem hätte ich euch gerne... Macht doch meine Linie. Marschiert los. Eure Soldaten sind bereit. Hier, Linie. Schultert eure Waffen und marschiert los. Also Junge, was ist denn das? Wir haben unsere Befehle, Männer. Bleibt standfest. Nehmen jetzt neue Position ein, mein Lord. Die sind doch komplett... Die werden doch komplett woanders aufgestellt, als da, wo ich sie... Nehmen jetzt neue Position ein, mein Lord. Warum denn jetzt Kolonne? Eine Mauer aus Stahl. Bereit zum Aufbruch. Wir haben unsere Befehle, Männer. Ihr sollt alle eine Linie bilden. Aus Stahl. Schreitet schnell voran, Jungs. Oh Gott, ich muss das bei allen einzeln einstellen, oder was? Niemand soll uns aufhalten. Formieren und vorrücken. Ja, das ist ein bisschen hakelig. Unsere Sache ist gerecht, mein Lord. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Sigma, gewähre uns den Sieg. Ach, dass ich die Einheiten mit Shift auswähle, hä? Wir kämpfen für den Fürsten. In Total War ist es nämlich genau andersrum. Wir nehmen die neue Position ein. Das ist das Ding, wenn man zwischendrin andere Spiele spielt. Ich spiele jetzt nämlich gerade nebenbei auch Total War Warhammer. Setzt euch in Bewegung, ihr miesen Hunde. Jetzt ist das wieder so ekelhaft. Ach, weißt du was? Ich lasse die jetzt einfach so. Mit der Mission hat es wir stehen im Dienst des Imperators. Mut und Glaube! Wir bezwingen diese bösen Kräfte! Wird obsiegen. Mir nach! Der Feind wurde erschüttert. Fürchtet diese bösen Wesen nicht. Vor vielen Generationen schlug Enarion eine Flut dieser unreinen Monster zurück.
Hat er nicht vier der größten Dämonen besiegt, die die Welt je verfinsterten? Lasst euren Mut glänzen, wie eure Speerspitzen. Okay, die Artillerie ballert mir da jetzt mal schön rein. Wir müssen einen Ausbruch wagen. Alle Hoffnung ist verloren. Folgt mir! Wir warten auf Anweisungen. Jetzt muss ich hier hinten halt mal gucken. Die Macht des Weißen Turms ist mit mir. Warum chargen die da jetzt so rein? Was ist eure Mission? Die Armee des Imperators wird angegriffen. Ohne Blutvergießen geht kein Übel vorüber. Ich habe hier halt jetzt das kleine Problemchen, vorwärts, dass ich mich nicht richtig aufstellen konnte. Wisst ihr was? Greift hier einfach mal an. Oder wisst ihr was? Nee, bleibt einfach in der Burg. Hat den Feind zerschmettert. Ich breche einfach mit den imperialen Truppen durch. Wir stehen im Dienst des Imperators. Wir werden uns dem Feind entgegenstellen. Der Feind wurde erspäht. Ich suche die Tümpel des Gyra. Ich bin halt wirklich von ausgegangen, dass wir jetzt hier eine große Armee haben und nicht, dass wir so verteilt kämpfen müssen. Die Welt darf nicht dem Chaos in die Hände fallen. Aber jetzt in der Festung zu campen, bringt mich auch nicht wirklich weiter. Ich glaube, wir brechen doch mal aus. Kein Übel vorüber. So, ihr seid auf jeden Fall mal die zwei. Legt die Strecke schnell zurück. Wo ist Aurelion? Ich gebiete über reinste Magie. Ah, ihr seid noch verbunden. Keine sehr gut. Rüstung kann diesen Bolzen trotzen. Oh, die kommen hier hoch. Geht schnell. Und die Armee des Imperators wird angegriffen. Wir stehen im Dienst des Imperators. Okay, das macht Stefan hier mal. Wir rücken weiter vor. Das Pulver steckt drin. Der Feind versucht, eure Verteidigung zu durchbrechen. Ihn an. Der Phönixkönig befiehlt. Wir gehorchen. So, ihr schießt drauf. Und meine Artillerie, die kann halt jetzt nicht rausschießen, ne? Die könnte schießen. Der Imperator belohnt die. Oh nee. Schickt sie zurück. Ah, das ist doof jetzt. Meine Artillerie wird jetzt hier schön angegriffen von den Viechern. Lande sind nur für mich bestimmt. Fertig geladen. Ja, das kriegen wir alles noch hin. Bleibt standfest. Betreten neues Territorium, mein Lord. Der Imperator belohnt die Tapfersten. So, ihr schießt mir hier rein. Versucht eure Verteidigung meine zu durchbrechen. Macht fließt durch alle Lebewesen. Jetzt haben wir hier Flugeinheiten und wir haben hier draußen keine Fernkämpfer. Götter brachten mich an eure Seite. Die Winde des Gyran können die tiefsten Wunden heilen. Wir machen uns auf den Weg, mein Lord. Ich bin dort, wo das Getümmel am dichtesten ist. Ein feindlicher Anführer wurde in Mords Arme geschickt. Da haben wir einfach mal so nebenbei den Champion gekillt von denen. Entschlossenheit ist unerschütterlich. So, ihr macht mir jetzt einen Ausfall. Und die ihr schießt Welt hier oben weiter drauf. Nicht dem Chaos in die Hände fallen. Stefan, hier reinchargen. Ich suche die Tümpel. Die Kanone schießt mir auch mal drauf. Du kannst nochmal deinen Blitz machen. Uns allen das Leben. Mich durchströmt die Energie Sepharis. Aurelion, kannst du die treffen? Ah, ist mal schwierig, ne? Die Armee des Imperators wird angegriffen. Die Macht Sigmas hat den Feind zerschmettert. So, ihr könnt auch gerne angreifen, ja? Der Erde unter uns. Das wäre schon cool. Bete zu Sigma! Der Feind versucht... Lady Aurelion, die Mauern haben eine Bresche. Der nächste Angriff steht kurz bevor. So, die Kavallerie, die könnte mal rauskommen. Greift sofort an! Generell, die Schützen könnten auch mal oben auf die Mauer, wenn das irgendwie möglich ist. Rückt auf meinen Befehl vor! Hier drüben kommen noch welche. Die Stärke Ulduans ist in uns. Schützen bitte mal alle auf die Mauern. Stefan, hol dir mal hier den Gegenstand. Bewacht unser Volk! Sollten die Einheiten hier eigentlich hinkriegen? Die Kanone hätte ich gerne mal hier vorne aufgestellt. Hier sind nämlich noch ein paar Gegner. Wo ist eigentlich meine Elfen-Artillerie? Die Armee des Imperators wird angegriffen. Los, Kommandant. Der Boden selbst gehorcht meine Worte. So, das solltet ihr hier wohl hinkriegen. Wir kämpfen um das Überleben der Welt. Denkt an das, was ihr gelernt habt. Vorwärts, Edelmänner von Ulduan! Die Macht Sigmas hat den Feind zerschmettert. Die Kavallerie mal auf die drei. Tag ist angebrochen.
Okay, seid ihr jetzt die letzten Gegner? Sieht mir fast so aus. Okay, dann bereite ich jetzt mal den Angriff vor. Wir verfehlen niemals unser Ziel. Wir werden das Schlachtfeld beherrschen. Nehmen jetzt neue Position ein, mein Lord. Ihr könnt eigentlich mal reinchargen. Ich fühle den Geist Sigmas in mir. Bloß bei Stefan muss ich ein bisschen aufpassen. Der Feind wird sich dem Chaos niemals beugen. Schuss fertig. Artillerie hier rein. Die Armee des Ziehen sofort weiter. Angegriffen. Wo bleiben meine Schützen? Bewegt euch. Die sind hier irgendwie stuck. Das Blut uralter Toter liegt unter uns. Das mit den Mauern ist irgendwie. Ist irgendwie ein bisschen ekelhaft. Die Finsternis darf nicht sehen. Jetzt können sie sich wieder bewegen. Wie lautet euer Befehl, General? Wir nehmen die neue Position ein. Bereit zum Feuern. So, ihr ballert mir auf die. Wir kämpfen um das Überleben der Welt. Schwerträger bleiben hier und verteidigen mir die Kavallerie. Kavallerie sei schon die Artillerie. Für den Ruhm Ultuans. Ihr schießt mir auf die Chaosbrut. Die Schrecken des Angriff sind eine Bürde für alle. Bombardiert sie! Wer seid ihr hier noch? Ach, der Jadezauberer. Der kann ja auch mitkämpfen. Entfesselt den Sturm Ultuans! Hat den Feind zerschmettert. Na, Aurelions Einheit, die ist hier irgendwie so ein bisschen lost gerade. Und ihr steht hier immer noch auf den Wellen. Kommt doch mal runter. Rücken jetzt vor, mein Lord. Alles klar, Kommandant. Wir brechen auf. Schieß mal auch auf die Chaosbrut. Wie die Götter wünschen. Nehmen jetzt neue Positionen. Okay, die Chaosbrut ist down. Die Götter gewähren uns. Stefan, die Tränke einsammeln. Ruhm zu erlangen. Unser Vormarsch muss weitergehen. Ich werde in vorderster Reihe kämpfen. So, ihr greift hier noch an. Artillerie mal aufhören zu schießen, bitte. Ihr trefft mir sonst nur die eigenen Leute. Keine Rüstung kann diesen Bolzen trotzen. Okay, haben wir alle? Die Helden des Imperiums werden Geschichte schreiben. Die Macht Sigmas hat den Feind zerschmettert. Ich sehe jedenfalls erstmal keine weiteren Chaos-Truppen. Auf Befehle. Ja, das war's. Okay, hat doch gut funktioniert. War jetzt ein bisschen durcheinander. Ich musste erstmal wieder ein bisschen reinkommen, aber jetzt scheine ich so langsam wieder drin zu sein. Alles klar? Gratuliere zu euren Siegen. Nun, ich bringe Neuigkeiten und Befehle vom Imperator persönlich. Teclis, der elfische Lehrmeister, glaubt, dass die nächste Bedrohung im Osten eintreffen wird, in den Vorbergen des Weltrandgebirges. Ich kann Gruber und seine Armee nicht finden, also müsst ihr wohl ran. Schön, dass ihr in der Not zu mir kommt. Seid nicht kindisch! Hier geht es um Quantität, nicht Qualität. Grubers Armee ist größer als eure. Wie dem auch sei, ihr seid hier, er nicht. Ihr müsst eilends nach Osten. Was auch immer südwärts kommt, stellt euch ihm mit allen Mitteln entgegen. Habt ihr verstanden? Wenn ich den Fürsten sehe und er mir andere Befehle gibt? Auch dann müsst ihr dem Imperator gehorchen. Seid gegrüßt, Prinz Kalanos. Das ist Hauptmann Stefan von Kessel von der Imperialen Armee. Ich danke euch im Namen meines Volkes. Wir werden diese Bedrohung ausschalten. Ja, das werden wir. Ihr müsst nordwärts marschieren, nach Kislev. Barbaren griffen eine unserer Flotten an. Einige Schiffe wurden versenkt. Unser Feind bewegt sich mit Langschiffen aus Norska an der Küste entlang. Wir müssen sie jagen. Ihr werdet meine Flanke schützen, wenn wir zum Feind marschieren. Nordwärts? Mein Befehl lautet, ostwärts zu ziehen, Prinz Kalanos. Wir hatten auf eure Hilfe gehofft. Euer eigener Lehrmeister Teclis sagte dem Imperator, eine große Armee sammle sich in den Vorbergen. Teclis befehle ich dieses Heer nicht. Das tue ich. Wir müssen nordwärts, ob mit eurer Hilfe oder ohne sie. Aber Prinz, wir brauchen mehr Krieger, um unsere Lande zu verteidigen. Wir können ja kaum die Brücken halten. Ich werde ostwärts marschieren, wie befohlen. Weitere Schiffe aus unserem Land sind schon unterwegs und treffen bald ein. Wir müssen bereit sein, wenn sie kommen. Bereit wofür? Meine Truppen sind noch nicht bereit, weiterzuziehen. Ich könnte hierbleiben, um die Männer des Imperiums zu unterstützen.
Sehr schön. Aurelion und die Reste ihrer Armee bleiben bei euch. Wenn wir im Norden scheitern, werden eure Lande, nicht unsere, am meisten leiden. Also die Soundabmischung wirklich wieder mal sehr gut gelungen in den Cutscenes. Oh, ich halt mal lieber die Klappe. Die Belagerung Stillstands war blutig, doch sie war nur der Prolog der großen Schlachten, die noch kommen sollten. Ohne Fürst Gruber und seine Armee fiel es Stefan von Kessel zu, das Imperium zu verteidigen. Und zwar mit den Männern, die ihm verblieben, falls es ihm nicht gelang, den Herrscher der Ostmark zu finden. Der Weg der Elfen führte anderswohin, obwohl die Magierin Aurelion ihre Stärke Stefans Sache lieh. Alles klar, damit geht's mit Kapitel 3 weiter, der Verräter. Ich weiß gar nicht, waren es jetzt 3 Kapitel oder waren es doch 4? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Kampagne ja schon mal durchgespielt früher. Es ist ja kein Geheimnis. Okay, ich dachte schon, es kommt noch eine Cutscene. Dann würde ich mal sagen, reicht mir das für die Folge und wir starten beim nächsten Mal mit Kapitel 3. Ach, wir sind trotzdem noch gesplittet. Na gut, jetzt dürften wir... Oh nee, doch nicht. Ich wollte schon gerade sagen, jetzt dürften wir die freie Wahl haben, mit welcher Armee wir weiterziehen. Aber scheint doch noch nicht so weit zu sein. Na gut, dann würde ich sagen, geht's das nächste Mal weiter mit Stefan. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.